Das ist super interessant für uns zu schauen, wie kriegen wir Menschen in die Region. Aber mindestens genauso wichtig ist ja für uns die Frage, ey, es gibt doch schon so viele junge Menschen, die hier in der Region sind. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass die, wenn sie ihren Bildungsstandort verlassen, wissen, wofür Südwestfalen steht und auch tatsächlich ihre Perspektiven hier vor Ort sehen? Und dieses Thema Fokus auf die Jugend treibt uns als Agentur wirklich total um. Und ich möchte gerne an unsere Expertin sozusagen an dieser Stelle übergeben und auf den nächsten Agendapunkt insofern kommen, der da eben heißt junge Menschen in Südwestfalen. Und würde gerne quasi zuschalten oder rübergeben virtuell zu Alisa Mielke. Das ist unsere Projektmanagerin für das Projekt Utopia, die uns darüber berichten wird, wie binden wir junge Leute eigentlich ganz konkret in unsere Arbeit ein und was wissen wir eigentlich über die jungen Leute im Moment gerade hier in Südwestfalen. Alisa, ich hoffe, das funktioniert. Ich gucke jetzt mal in die Technik, ob wir das hinbekommen hier. Genau, erstmal vielen Dank, Marie, Alisa Mielke. Und genau wie Frau Ting gerade schon angekündigt hat, der Blickwinkel junger Menschen ist von enorm großer Bedeutung für die Region in Südwestfalen und für deren Zukunftsgestaltung und auch ländliche Entwicklung, für die Wirtschaft als auch für das Regionalmarketing. Dazu möchte ich mit Ihnen einmal kurz eine Präsentation teilen. So, ich hoffe, es ist für alle sichtbar und ich bin gut verständlich. Genau, wie ich gerade schon einleitend sagte, es ist auch gerade, dass junge Menschen ihr Dorf oder ihre Stadt für die Ausbildung verlassen und auch weiterziehen, gehört eben auch zum Landleben dazu. Und deswegen zählen wir es in der Agentur eben auch zu unseren Aufgaben, sie mit dem Wissen gehen zu lassen, dass sie danach in ihre Region zurückkehren und dort gute Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten vorfinden. Das Gleiche gilt für junge Menschen, die sich aktiv entscheiden, hier in ihrer Region Südwestfalen zu bleiben. Eine aktive Mitgestaltung durch die jungen Menschen von Südwestfalen, gerade in Bezug auf ländliche Entwicklung, die Ehrenamt, Kultur, Mobilität, Digitalisierung etc. beinhaltet, möchte die unter anderem die Utopia Südwestfalen erreichen. Dazu erhalten junge Menschen Einblicke in Projekte der Regionale 2025 und aber auch die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen. Das geschieht meistens in Form von zweitägigen Veranstaltungen, wo junge Menschen eben aus ganz Südwestfalen zusammenkommen. Die letzte zweitägige Veranstaltung war in Rüthen im November 2019, wo knapp 25 junge Menschen zusammenkamen, wo sie sich am ersten Tag eben damit auseinandersetzen, welche Projekte zum Beispiel für die Region sinnvoll wären. Da war zum Beispiel das bedingungslose Dorfeinkommen, was als Idee vorgestellt worden ist, wo jedes Dorf einen Betrag X zur Verfügung bekommt, um zum Beispiel den Dorfplatz schöner zu gestalten. Oder aber auch das Digital Education Center, wo Lehrkräfte, aber auch SchülerInnen zusammen hingehen können, um auf dem neuesten Stand gerade im Thema Digitalisierung zu bleiben, was auch gerade eben jetzt zu Corona-Zeiten sehr wichtig ist. Am zweiten Tag ist es so, und das war ein Wunsch der jungen Menschen, dass sie eben aktiv in den Austausch gehen können mit VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und auch Gesellschaft, um eben auch die Projekte niedrigschwellig austauschen zu können. Und genau, das war die letzte Veranstaltung in Rüthen. Wir haben in der Zeit auch an unserem Marketing nochmal ein bisschen gearbeitet, das gemeinsam mit den jungen Menschen, weil wie können wir sie am besten ansprechen, eben wenn wir den Blickwinkel aufgreifen. Und dazu, das konnte man auch gerade schon an einem tollen neuen Messestand sehen, vor Ort in der Südwestfalen-Agentur wurden halt neue knackige Sprüche von den jungen Leuten initiiert, die eben jetzt auch wieder auf Postkarten und Plakaten verteilt werden. Eine weitere Idee, die wir eben auch hatten, um eben eine zielgruppengerechte Ansprache zu erreichen, war die Umsetzung auch eines Instagram-Kanals Utopia Südwestfalen, wo wir eben junge Veranstaltungen, junge Blickwinkel eben auch nochmal in den Vordergrund schieben möchten, in Zusammenarbeit auch mit dem Instagram-Account der Südwestfalen-Agentur. Genau, und dort sehen wir zum Beispiel ein Beispiel, das haben wir aktiv genutzt, auch um Corona, eben um auf Corona eine Antwort zu finden. Denn wir konnten verschiedene Veranstaltungen natürlich auch nicht stattfinden lassen, haben sie umgesetzt und verschiedene Umfragen gemacht zum Thema Jugendbeteiligung, Vereinsarbeit vorgestellt und das über 5 Tage eben auf dem Instagram-Account. Wir haben im nächsten Jahr
In diesem Jahr noch zwei weitere Veranstaltungen, wo wir uns jetzt schon entschieden haben, den Utopia Day im Kreis Siegen-Wittgenstein als Digitalformat statt in der Blue Box Siegen vor Ort stattfinden zu lassen. Dort werden wir aber einen anderen Weg gehen als bei dem Südwestfalen-Utopia-Account, sondern eben auch Zoom nutzen, was wir jetzt sehen, was hervorragend funktioniert, auch wenn der analoge Austausch natürlich sicherlich besser ist. Der zweite Utopia Day, der noch dieses Jahr ansteht im Kreis Soest, wird vermutlich, bisher ist noch geplant, im FH3 ein Projekt aus der Regionale 2025 vor Ort in Warstein stattfinden zu lassen. Auch das müssen wir natürlich dann immer schauen, wie die aktuelle Lage aussieht. Eine weitere Veranstaltung, die ansteht und das erstmalig, und da möchte ich Sie auch sehr, sehr herzlich zu einladen, sich diesen Termin schon mal einmal vorzumerken, ist die Bundeskonferenz Utopia Südwestfalen, wo wir eben bundesweit junge Menschen zusammenbekommen möchten in den Austausch, gerade zum Thema ländliche Entwicklung. Was kann gemacht werden, was kann getan werden? Und diese Ideen sollen eben gesammelt und umgesetzt werden in Formaten wie Poetry Slam, Impro-Theater und Songs, die dann eben am nächsten Tag, an dem zweiten Tag, Ihnen unter anderem und auch anderen VertreterInnen aus Politik und der Gesellschaft vorgestellt werden in diesen Formaten. Falls Sie auch in Ihren Unternehmen junge Menschen haben, die aktiv an der Region mitarbeiten möchten, tragen Sie das gerne weiter. Wir haben da auch Infomaterial zu, sprechen Sie mich dazu gerne an, dass ich Ihnen was zukommen lassen kann. Unter anderem haben wir jetzt ein Praxisbeispiel gesehen, wie wir junge Menschen eben einbinden in die Region. Uns war aber auch wichtig, eine Basis zu finden. Und dort haben wir eben eine westfälische Jugendstudie in Auftrag gegeben. Diese wurde unter anderem von uns, von der Südwestfalen-Agentur und gemeinsam mit der Ostwestfalen-Lippe GmbH und dem Münsterland e.V. begleitet. Die Regionen in Westfalen ähneln sich in vielerlei Hinsicht. Da liegt es eben auch nahe, Wissen und Ressourcen zu bündeln, um für vergleichbare Herausforderungen neue Erkenntnisse und Lösungsansätze zu besuchen und zu finden. Nicht zuletzt gewinnt so auch unser gemeinsames Wort an Gewicht gegenüber Dritten. Sie sehen schon hier, das sind die vier Handlungsfelder, die am wichtigsten waren, die dort rausgekommen sind. Eben attraktive Mobilitätsangebote, lebendige Wohn- und Freizeitmöglichkeiten, berufliche Perspektiven, aber auch eben die zielgruppengerechte Ansprache. Hier sehen Sie einmal kurz Übersichten, was in dieser Jugendstudie zu tragen kam. Nämlich einmal die Bindung an der Region, da wurde nachgefragt und ein Großteil der Befragten hat mindestens vier enge Kontakte in der Region. Das können Familienmitglieder sein, können aber auch Freunde und PartnerInnen sein. Und das zeigt eben oben links die orangene Linie und die sagt aus, dass die Bleibebereitschaft eben mit der Zahl der engen Beziehungen steigt. Und deshalb ist es wichtig, sich auch um die zu kümmern, die eben neu in die Region kommen. Des Weiteren sehen wir bei der Freizeit zum Beispiel das Thema Sport. Und dort sind zum Beispiel Schwimmen, Radfahren und die Ballsportarten sehr beliebt. Und diese Sportarten wollen junge Menschen eben auch da vor Ort haben, wo sie eben auch wohnen, um sie ausüben zu können. Auch kulturelle Aktivitäten haben eine große Beliebtheit bei den jungen Menschen. Und es geht hier nicht darum, dass man es auch wirklich tut, sondern dass man die Möglichkeit dazu haben möchte. Und hier ist zum Beispiel die Möglichkeit wichtig für die jungen Menschen, tanzen zu gehen. Des Weiteren, das passt auch zu den Kulturveranstaltungen, sagen zum Beispiel auch 37%, dass sie gerne Rockkonzerte und Festivals besuchen. Wie hier unten auch nochmal schön dargestellt ist mit dem Südwestfalen-Festival, was es vielleicht mal in Zukunft geben könnte. Des Weiteren sehen wir auch unten, dass natürlich die Freizeit, was Menschen sonst noch so tun, die jungen Menschen, ist natürlich Chillen und Grillen ganz weit vorne. Kommen wir zu dem Thema Mobilität und Arbeit. Die jungen Leute in Südwestfalen finden für den Arbeits- und Schulweg zwischen 30 Minuten und einer Stunde okay. Und gelegentlich auch für Freizeitaktionen können es dann auch mal anderthalb Stunden Fahrzeit sein, die sie in Kauf nehmen. Genau. Kommen wir zu den Branchen. Die wichtigsten Branchen, in denen junge Menschen in Südwestfalen arbeiten oder zukünftig arbeiten wollen, sind Wirtschaft und Verwaltung, aber auch Soziales und Pädagogik sowie Gesundheit zum Beispiel. Als gewünschte ArbeitgeberInnen stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass die größte Zuneigung und die Einigkeit bei den
kleinen und mittelständigen Unternehmen bei den jungen Menschen ist, so wie auch bei großen und internationalen Arbeitgebern. Und bei den Unternehmen der eigenen Familie gehen die Meinungen weit auseinander. Und bei Startups ist man sich einig, dass man andere Arbeitgeber eigentlich lieber hätte, was wahrscheinlich auch nochmal mit dem Sicherheitsdenken der jungen Menschen in Verbindung stehen könnte. Die Zukunftswünsche, das sehen wir hier auf der rechten Seite noch einmal. Die meisten Menschen wünschen sich eben später einmal ein Einfamilienhaus zu haben, wenn Möglichkeit auch mit großem Garten, wo natürlich im jungen, ganz jungen Alter erstmal eine Starterwohnung, eine kleine Wohnung oder eine WG gewünscht ist. Gerne lasse ich Ihnen die Broschüre der Jugendstudie auch zukommen auf Wunsch. Das war jetzt nur ein ganz, ganz kurzer kleiner Einblick da rein, um Ihnen einmal einen Überblick zu geben. Kommen wir noch einmal ganz kurz zu der Jugendkonferenz Utopia. Dort ist nämlich unter anderem eine Idee aus der Utopia hervorgegangen von den jungen Menschen, die auch umgesetzt worden ist. Das ist nämlich die Idee, die dort entstand über das Gap Year Südwestfalen. Und die wurde auch prompt durch das Regionalmarketing umgesetzt. Und ja, wie das mit dem Gap Year so läuft, da würde ich einmal zurückgeben in die Südwestfalen-Agentur an Marie Ting und Saskia Hart-Zerf. Dankeschön.